Hallo und herzlich willkommen zum Webinar Effizient Heizen mit CanX. Mein Name ist Frederik Riedel, ich bin bei der Firma Elsner im technischen Service und Support tätig und ich führe Sie heute durch das Webinar. Das Webinar findet live statt, daher können Sie gerne Ihre Fragen im Chat stellen. Wer von Ihnen hat heute Morgen beim Verlassen des Hauses den Heizungsregler runtergedreht? Gerne können Sie sich hierzu auch im Chat äußern. Danke für die Antworten. Vermutlich haben die meisten von uns das heute Morgen nicht gemacht. Was denken Sie, ist die Wohlfühltemperatur subjektiv? Ich denke, jeder kennt die auf dem Foto dargestellte Situation. Das Wärmeempfinden von Menschen ist sehr unterschiedlich, dennoch kann Behaglichkeit auch schon mit vergleichsweise niedrigen Raumtemperaturen erreicht werden. Hierzu sollten wir Luftzug und große Temperaturunterschiede vermeiden, denn das wird von den meisten Menschen als sehr unangenehm empfunden. Wir möchten uns daher heute mit der Einzelraumregelung beschäftigen. Nach dem Webinar sind Sie in der Lage, die optimalen Raumtemperaturen im Haus zu bestimmen, das Prinzip der Einzelraumregelung anzuwenden, die unterschiedlichen Funktionsweisen der Regelungsarten zu unterscheiden und korrekt anzuwenden und den passenden Raumregler für das Projekt auszuwählen. Kommen wir zur Agenda. Zuerst schauen wir die optimalen Raumtemperaturen an. Dann lernen wir das Prinzip der Einzelraumregelung kennen. Danach geht es weiter mit den verschiedenen Regelungstypen, den Zweipunkt- und den Stetigregler. Als nächstes lernen wir die Betriebsartenumschaltung im Raumtemperaturregler kennen. Dann geht es weiter mit dem zweistufigen Heizen. Und zum Schluss gibt es noch eine Übersicht über Elsner Raumregler und Heizungsaktoren. Bevor wir uns mit der Regelung der Raumtemperatur beschäftigen, müssen wir uns mit den verschiedenen Temperaturbereichen im Gebäude auseinandersetzen. Die richtige Raumtemperatur wirkt sich stark auf unser Wohlbefinden aus. Die optimale Raumtemperatur ist je nach Aufenthaltsort, zum Beispiel im Büro, im Schlafzimmer, Wohnzimmer oder im Fitness unterschiedlich. Nur wer sich in seiner Umgebung wohlfühlt, ist entsprechend produktiver und vitaler. Hier auf der Grafik ist eine kleine Übersicht der am häufigsten verwendeten Temperaturen in den unterschiedlichen Bereichen zu sehen. Wenn wir uns das Wohnzimmer anschauen, sieht man, dass wir uns hier in dem Bereich zwischen 20 und 22 Grad bewegen. Und im Schlafzimmer zum Beispiel haben wir deutlich tiefere Temperaturen. Das war meistens dann so im Bereich zwischen 16 und 18 Grad. Im folgenden Abschnitt schauen wir uns das Prinzip der Einzelraumregelung an. Hier sehen wir die Prinzipdarstellung eines Raumtemperaturreglers. Der Raumtemperaturregler, der auf der linken Seite im Kasten zu sehen ist, erfasst die Raumtemperatur und gibt eine Stellgröße an zum Beispiel ein Ventil oder einen Stellantrieb. Das Stellventil wird prozentual angefahren, zum Beispiel mit 40%. Daraufhin wird der Heizkörper oder der Heizkreis warm und gibt die Wärme an den Raum ab. Die Temperatur kann dann gegebenenfalls noch durch Raumeinflüsse beeinflusst werden. Der Raumregler erfasst die Temperatur erneut und somit entsteht ein Regelkreis. Auch im Raum selbst gibt es verschiedene Einflüsse auf die Raumtemperatur, zum Beispiel abstrahlende Wärme durch Beleuchtung, Elektrogeräte oder durch die sich im Raum befindende Personen. Eine Person gibt eine Heizleistung von ca. 80 bis 100 Watt ab. Die Witterungseinflüsse und die Außentemperatur beeinflussen je nach Dämmung des Gebäudes ebenfalls die Raumtemperatur. All diese Faktoren
werden von der Regelung ausgeglichen, sodass die Raumtemperatur im Normalfall konstant gehalten wird. Hier in diesem Beispiel ist die schematische Darstellung einer Einzelraumregelung zu sehen. Der abgebildete Kala, der Raumcontroller, den man auf der rechten Seite sieht, vergleicht die Soll- und die Ist-Temperatur und berechnet daraus die Stellgröße. Die Stellgröße wird in Prozent über den Bus an den Heizungsaktor gesendet. Dieser öffnet und schließt den Stellantrieb bzw. das Ventil je nach Reglervorgabe. Daraus resultiert, dass der Heizkörper seine Wärme an den Raum abgibt. Somit wird die Raumtemperatur immer der gewünschten Solltemperatur angepasst. Die rot eingezeichneten Pfeile zeigen den Warmwasserfluss an und die blauen eingezeichneten Pfeile den Rücklauf vom Heizkörper zur Heizungsanlage. Gibt es an dieser Stelle Fragen? Hier ist gerade eine Frage eingegangen, und zwar, ob die Einzelraumregelung in Neubauten Sinn macht. Ich sage ja, einfach aus dem Grund, weil man ja vorher in der Grafik auch gesehen hat, dass in verschiedenen Räumen verschiedene Temperaturen meistens geregelt werden. Zum Beispiel im Bad ist es deutlich wärmer wie auch im Schlafzimmer. Und wenn wir jetzt keine Einzelraumregelung hätten, hätten wir in allen Räumen die gleiche Temperatur, zum Beispiel auch viel höher und dadurch natürlich auch mehr Heizkosten. So, im nächsten Abschnitt möchten wir uns mit den verschiedenen Reglertypen und deren Funktionsweise beschäftigen. Wir starten mit dem Zweipunktregler. Der Zweipunktregler ist der einfachste Regler. Dieser schaltet bei Unterschreiten der Solltemperatur ein und bei Überschreiten der Solltemperatur wieder aus. Ich denke, jeder von uns kennt die klassischen Bimetall-Thermostate. Diese Thermostate sind typische Zweipunktregler. Ich habe rechts mal ein Bild von einem typischen Thermostat abgebildet. Ich denke, jeder kennt sie. Im obigen Beispiel habe ich die Funktionsweise der Zweipunktregler mit Hysterese dargestellt. Die grüne Linie ist unser Sollwert, zum Beispiel 25 Grad. Die rote gestrichelte Linien zeigen den Hysteresebereich. Dies ist der Bereich, bei dem der Thermostat ein- bzw. ausschaltet. Wir nehmen hier eine Hysterese von plus minus 1 Grad an. Das bedeutet, der Regler schaltet bei Unterschreiten von 24 Grad die Heizung ein und bei Überschreiten von 26 Grad die Heizung wieder aus. Die blauen Balken, die man unten sieht, zeigen die Stellgröße an, ob die Heizung ein- oder ausgeschalten ist. Hier kam noch eine Frage, ist die Einzelraumregelung im privaten Gebäude vorgeschrieben, beziehungsweise in Neubauten? Dazu kann ich kurz was sagen. Im Gebäudeenergiegesetz findet sich die entsprechende Vorschrift, § 63, raumweise Regelung der Raumtemperatur, Satz 1, gibt vor, wird eine heizungstechnische Anlage mit Wasser als Wärmeträger in ein Gebäude eingebaut, hat der Bauherr oder der Eigentümer dafür Sorge zu tragen, dass die heizungstechnische Anlage mit einer selbsttätig wirkenden Einrichtung zur raumweisen Regelung der Raumtemperatur ausgestattet ist. Kommen wir zur Einstellung der Hysterese im Zweipunktregler. Hier gibt es ein paar Dinge zu beachten. Wählen wir eine große Hysterese, so haben wir wenig Ein- und Ausschaltzyklen. Das ist natürlich für das Heizungsventil schonend. Die Regelung ist eher ungenau und schwankt in großen Abständen um den gewünschten Sollwert. Wenn wir eine kleine Hysterese wählen, haben wir viele Ein- und Ausschaltzyklen und deshalb ist es nicht geeignet für Heizungsaktoren, die mit Relais arbeiten. Die Regelung bei einer kleinen Hysterese trifft daher exakter die Wunschtemperatur. Was wir zudem auch beachten müssen, ist, dass das Ventil zum Öffnen und Schließen eine gewisse Zeit braucht, ca. 3 bis 5 Minuten, und daher bei zu kleinen Hysteresen auch eventuell nicht mehr richtig arbeiten kann. So, gerade haben wir uns mit der Zweipunktregelung beschäftigt. Im nächsten Abschnitt lernen wir nun die Heizungs-PI-Regelung kennen. Ein PI-Regler ist ein sogenannter Stetigregler. Die Stellgröße kann also jeden beliebigen Wert von 0 bis 100% annehmen. In einfachen Worten bedeutet es, dass der Stetigregler nicht nur ein- und ausschalten kann, sondern die Stellgröße feinfühlig an die Temperaturdifferenz des Raumes anpasst.
In der Grafik habe ich die Funktionsweise des PI-Regler-Stetigreglers mal grafisch dargestellt. Das ist die hellblaue Linie. Nach dem Einschalten des Reglers schwingt die Temperatur anfangs um den Sollwert und nähert sich dann im Verlauf immer näher an die gewünschte Solltemperatur an. Unsere Raumcontroller, die wir später noch kennenlernen, haben so eine integrierte PI-Regelung. So, die Vor- und Nachteile der PI-Regler. Der Vorteil ist, der Regler regelt stetig nach und die gewünschte Solltemperatur wird sehr genau erreicht. Als kleinen Nachteil ist, dass man die Einstellung der Regelparameter etwas aufwendiger ist, denn man muss die Regelparameter immer an das verwendete Heizsystem anpassen. Hier habe ich eine Übersicht über die verschiedenen Heizungssysteme unter empfohlenen Regelungen mal dargestellt. Auf der linken Seite sehen wir immer unser Heizungssystem und rechts die empfohlene Regelung. Wenn wir zum Beispiel eine Warmwasser-Konvektorheizung haben mit einer niedrigen Vorlauftemperatur, dann wird meist ein PWM stetig oder auch ein Zweipunktregler eingesetzt. Bei einer normalen Vorlauftemperatur verwendet man dann schon eher die PWM-Regelung. Bei Fußboden- und Wandheizungen, also sehr trägen Systemen, verwendet man die PWM- und Stetigregelung. Bei Warmwasser- und Gebläseheizung wird bei einem Warmwasserkreis die PI-Regelung eingesetzt und in Kombination Warmwasser- und Gebläseheizung wird die Zweipunktregelung verwendet. Für Elektroheizung mit Konvektor verwenden wir die stetige PI-Regelung und bei Elektrogebläseheizungen die Zweipunktregelung. So kurz eine Erläuterung zur PWM-Pulsweitmodulation. Der KNX-Heizungsaktor zum Beispiel erhält vom Stetigregler die Stellgröße und setzt diese in das entsprechende PWM-Signal um. Im Folgenden schauen wir uns die Funktionsweise vom PWM-Pulsweitmodulation an. Für die stetige Regelung ist es notwendig, dass das Ventil nicht nur vollständig öffnet oder schließt, sondern dass wir das Ventil auch in verschiedenen Zwischenstellungen ansteuern können. Dies wird über die sogenannte PWM-Ansteuerung realisiert. Über das Verhältnis von der Puls- und der Pausenzeit kann das Ventil verschiedene Ventilstellungen anfahren. Ein kleines Beispiel: Wenn wir uns die mittlere Grafik anschauen, entspricht das Verhältnis zwischen der Puls und der Pause je 50%, so wird das Ventil zu 50% geöffnet. Als nächstes behandeln wir die Betriebsartenumschaltung bei Raumtemperaturregler. Die meisten Temperaturregler im KNX-Bereich verfügen über die sogenannten HVAC-Objekte. HVAC steht für Heating, Ventilation, Air Condition und Cooling. Über diese HVAC-Umschaltung kann zum Beispiel am Display des Reglers die Temperatur bei Nichtbenutzen eines Raumes herabgesenkt werden. Denkbar ist eine Absenkung abhängig eines Zeitraums, um zum Beispiel die Heizung in den Schulferien abzusenken. Hier in der Tabelle sieht man links immer die Betriebsart, zum Beispiel Automatik, Komfort, Standby, Eco oder Gebäudeschutz bzw. Frostschutz und der Wert des KNX-Objektes daneben. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf das KNX-Kommunikationsobjekt die einsenden, sind wir im Komfortbetrieb. Und wenn wir zum Beispiel auf Standby umschalten möchten, müssen wir die 2 aufs Kommunikationsobjekt senden. In der dritten Spalte habe ich den Startwert festgelegt für meinen Komfortbereich 21 Grad und für Standby 18 Grad. Die Startwerte können in verschiedenen Einstellbereichen in den Parametern eingestellt werden oder auch häufig von dem KNX-Kommunikationsobjekt verändert werden. Wenn ich dann umschalte zwischen Komfort und Standby, schalte ich im Prinzip von der Temperatur von 21 auf 18 Grad Absenkung um. Bei älteren Temperaturenreglern ist häufig eine Ansteuerung über 3x1-Bit zu finden. Wie in der obigen Tabelle zu sehen, kann die Umschaltung der Betriebsarten anhand von 3x1-Bit-Werten erfolgen.
In unseren Produkten kann ausgewählt werden, ob die Umschaltung über drei Anbieterobjekte oder per HVAC erfolgen soll. Hier ging gerade noch mal eine Frage ein. Ich gehe gerade noch mal kurz eine Folie zurück. Hier kam die Frage auf, für was der Automatikbetrieb ist. Wir haben meistens bei den Temperaturreglern nicht nur ein HVAC-Objekt, sondern zwei, nämlich mit verschiedenen Prioritäten. Und wenn man dann eine Umschaltung macht der Prioritäten, ist zum Beispiel, wenn keine höhere Priorität ausgeführt wird, steht die Priorität 1 auf 0 für Automatik, dann wäre die Priorität 2 aktiv. Und wenn für die Automatik keine 0 drin steht, dann ist die andere Priorität aktiv. Ich denke, das werden wir gleich noch in der nächsten Folie sehen, wo es dann noch um die Prioritäten geht. Wie wir alle wissen, spielt heutzutage der Energieverbrauch eine große Rolle. Und daher möchten wir die Heizung nicht nur regeln, sondern diese auch smart machen. Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, die Heizung bei Anwesenheit von Personen im Raum einzuschalten und bei Abwesenheit die Temperatur abzusenken. Eine weitere Möglichkeit ist zum Beispiel die Heizung bei geöffneten Fenstern abzusenken. Das habe ich hier mal grafisch dargestellt. Am linken Regler können wir die Betriebsart HVAC der Priorität 2 einstellen. Ist im Raum der Fensterkontakt geschlossen, so bleibt der Melder auf der Schalterstellung 0 stehen und es wird keine Regelung höherer Priorität HVAC 1 ausgeführt. In dieser Einstellung wird die Betriebsart der manuellen Einstellung HVAC Priorität 2 vom Regler ausgeführt. Wird nun das Fenster geöffnet, so schaltet der Fensterkontakt auf die Betriebsart, zum Beispiel Frost- oder Gebäudeschutz, und aktiviert den HVAC-Betrieb mit der Priorität 1. Dadurch ist die voreingestellte Betriebsart am Heizungsregler abgekoppelt und daher nicht mehr aktiv. Wird das Fenster dann nun wieder geschlossen, wird wieder die Betriebsart der manuellen Einstellung am Regler aufgerufen und der Raum heizt wieder auf die gewünschte Betriebstemperatur. Hier in diesem Beispiel ist ein Raumcontroller Kala zu sehen. Auf der rechten Seite. Der Raumcontroller vergleicht die Soll- und die Ist-Temperatur und berechnet daraus die Stellgröße. Diese Stellgröße wird in Prozent an den Heizungsaktor gesendet. Der Heizungsaktor öffnet und schließt den Stellantrieb bzw. das Ventil je nach Vorgabe. Der Kala hat zusätzlich einen Binäreingang. Über diesen lässt sich ein Fensterkontakt in die Regelung integrieren. Über diesen Fensterkontakt kann die Heizung zum Beispiel bei geöffneten Fenstern die Temperatur auf den Frostschutz absenken. Über einen Präsenzmelder lässt sich die Heizungsregelung ebenfalls smart steuern. Hier können wir zum Beispiel bei Anwesenheit, Präsenz die Heizung auf Komfort schalten und bei Abwesenheit auf Standby absenken. Dies zum Beispiel im Einsatz von Klassenräumen oder Büros denkbar. Im nächsten Abschnitt schauen wir uns noch einen Sonderfall, das zweistufige Heizen, an. Ein zweistufiges Heizen ist meist eine Kombination aus einer Heizung, die träge reagiert, in Kombination einer Zusatzheizung. Im Beispiel von dem Badezimmer. Hier geht gerade noch eine Frage ein. So, ich springe gerade noch mal auf die Folie zurück. Hier kam die Frage, ob die Regelung beim Öffnen vom Fenster bei einer Fußbodenheizung Sinn macht, die Heizung abzusenken. Man muss natürlich beachten, dass die Fußbodenheizung sehr träge reagiert und dadurch, wenn man das Fenster öffnet, natürlich eine gewisse Zeit lang braucht, bis der Boden auskühlt. Und auch andersrum, wenn man das Fenster wieder zumacht, natürlich eine gewisse Zeit braucht, bis der Raum wieder heizt oder die Heizung wieder spürbar warm ist. Aber hier ist der Hintergedanke eigentlich der, dass wenn man vergessen hat, das Fenster zuzumachen, zum Beispiel über den ganzen Tag, dass dann der Raum einfach nur auf Frostschutz gehalten wird, um nicht die ganze Energie zum Fenster rauszulassen. So, dann gehen wir wieder zurück zu der vorherigen Folie. Wir waren am Beispiel der zweistufigen Heizung stehen geblieben. Und zwar, wenn wir eine zweistufige Heizung haben im Badezimmer, ist so gedacht, dass die Fußbodenheizung die Standardraumtemperatur hält
Und wenn dann eine höhere Temperatur angefordert wird, zum Beispiel über einen Präsenzmelder oder ähnliches, dann wird die Wandheizung zusätzlich aktiviert und die gewünschte Raumtemperatur wird dadurch schneller erreicht. Im Folgenden möchte ich eine kleine Übersicht von Elsner Raumregler und Heizungsaktoren geben. Hier sehen wir Geräte aus der Serie KNX ETR. Auf dem ersten Bild sehen wir den KNX ETR 101, dessen Temperatursensor mit integrierter Regelung. Wir bieten das Gerät auch zusätzlich noch als Variante mit Binär-Analog-Eingängen an. Auf dem zweiten Bild sehen wir den KNX ETR 208. Der hat eine integrierte Temperaturmessung-Regelung und wir haben die Zusatzmöglichkeit, Licht zu schalten und dimmen oder auch um den Sonnenschutz und ein Fenster noch manuell zu fahren. Im rechten Bild sehen wir den KNX ETR FC. FC steht hier für Fan Coil und somit haben wir die Möglichkeit, wieder die Temperaturregelung zu realisieren und auch zusätzlich noch Gebläsestufen anzusteuern. Gerade kam noch eine Frage, wo die Vor- und Nachteile liegen, wenn man die Regelung im Einzelraumregler, also im Regler selbst, zum Beispiel hier in dem ETR umsetzt, oder wenn die Heizungsregelung in dem Aktor abläuft. Also ich sehe es immer so, wenn man im Heizungsaktor die Regelungen realisiert und ein Heizungsaktor sollte mal ausfallen, dann hat man das Problem, dass natürlich alle Heizkreise oder alle Regelungen dadurch nicht mehr arbeiten. Das Gleiche hat man auch, wenn man sowas in einer Visualisierung umsetzt. Und wenn man es in den einzelnen Reglern umsetzt, ist natürlich dann eventuell immer nur im besten Fall ein Kreis betroffen, der dann eventuell nicht mehr funktionieren kann. So gehen wir weiter zur Serie Kala. Hier sehen wir Geräte der Serie Kala. Die bieten wir auch wieder in vielen verschiedenen Ausführungen an. Und dazu findet man auch auf unserer Webseite eine Vergleichsübersicht. Und hier habe ich mal ein paar dargestellt. Hier ist der Kala KNXT zu sehen. Wir haben hier ein Touchdisplay mit einer integrierten Temperaturmessung und Temperaturregelung. Wir haben ebenfalls die Möglichkeit, wieder Licht zu schalten und zu dimmen. Wir haben die Möglichkeit, Sonnenschutz zu fahren und Fenster. Und es gibt vier Binäreingänge, zum Beispiel für Taster oder Fensterkontakte. In der Mitte sehen wir den Kala KNXT 101. Der hat eine integrierte Temperaturmessung und Temperaturregelung. Die Geräte der Kala-Serie, die hier abgebildet sind, können ins 55 mm Rahmenprogramm integriert werden. Wir bieten so eine Ausführung aber auch noch für Schweizer Programm mit an. Rechts sehen wir den Kala KNX Multitouch T-Light und Sunblind. Das Gerät hat eine integrierte Temperaturregelung. Wir haben ebenfalls wieder die Möglichkeit, Licht zu schalten, zu dimmen und auch die Möglichkeit, noch einen Antrieb manuell zu bewegen. Auf dem Gerät selbst gibt es hier keine Temperaturanzeige, sondern wir sehen unten die Punkte, wo man zum Beispiel auch eine Basisverschiebung realisieren kann. Gehen wir weiter zum Nunio KNX. Hier sehen Sie den Nunio KNX-Schalter. Wir haben wieder eine integrierte Temperaturmessung und Temperaturregelung. Man hat die Möglichkeit, eine weitere Anzeigeseite einzurichten als Einfach-, Doppel-, Dreifach- oder Vierfach-Taster, um zum Beispiel Licht zu schalten, zu dimmen oder auch wieder um eine Beschattung zu fahren. Und wie wir hier auf dem Foto sehen, haben wir auch eine Anzeigeseite zur Temperatur- und Zollwerteinstellung. Weiter geht es mit unseren Heizungsaktoren. Hier haben wir den KNX K4, dessen Heizungsaktor mit vier Ausgangskanäle für 230 Volt Antriebe oder Stellventile. Der Aktor hat einen integrierten Temperaturregler für jeden Kanal und er kann auch eine PWM-Ansteuerung realisieren.
Die maximale Dauerlast für den Kanal liegt bei 8 Watt. So hat man auch die Möglichkeit, mehrere Heizkreise auf einen Kanal anzuschließen. Das gleiche Produkt mit dem gleichen Umfang bieten wir dann noch als Achtfachausführung an. Das ist unser KNX K8. Der ist dann hier im rechten Bild dargestellt. So, dann bin ich auch schon ans Ende des Webinars angelangt. Gibt es an dieser Stelle noch Fragen? Sie bekommen im Anschluss auf jeden Fall noch einen Feedbackbogen zugesandt. Den dürfen Sie gerne ausfüllen und gerne dürfen Sie uns auch die Wünsche zuschicken, zum Beispiel mit welchen Regelparameter oder Einstellungen an den Reglern die meisten Schwierigkeiten auftreten oder welcher Einsatz da problematisch einzustellen ist. Und gerne können Sie mir auch eine Rückmeldung geben, ob ein Webinar interessant wäre zu den verschiedenen Parametern von einem Temperaturregler. Das Webinar heute wurde auch aufgezeichnet und wird im Anschluss auch online zur Verfügung gestellt. Gerne senden wir auf Anfrage auch die Präsentation natürlich gerne noch zu. Ich sehe, hier geht gerade noch eine Frage ein, einen kleinen Augenblick. Hier kam gerade die Frage, ob das Zeitprogramm im Kala für eine Nachtabsenkung funktioniert. Also im Kala hat man die Möglichkeit, eine Zeitschaltuhr einzurichten. Und über eine Logikfunktion kann man dann zum Beispiel einen Zahlenwert an das HVAC-Objekt schicken, um zum Beispiel die Heizung auf Standby abzusenken. Das ist auf jeden Fall möglich. Hier kam noch die Frage, ob wir eine Aktorik für 24 Volt Stellantriebe planen. Aktuell haben wir da nichts in der Richtung geplant. Hier kam nochmal die Frage zwischen dem Modus HVAC1 und HVAC2. Im Grunde genommen ist es so, wenn man zum Beispiel an eine Schule denkt, man hat im Klassenzimmer einen Temperaturregler, bei dem man die verschiedenen Betriebsarten umschalten kann, zum Beispiel zwischen anwesend und abwesend. Das wäre dann die Betriebsart Priorität 2. Und der Hausmeister zum Beispiel hat die Möglichkeit, mit der Priorität 1 die Betriebsart zu übersteuern, zum Beispiel wenn die Schulferien sind, die Heizung nur noch auf den Ökobetrieb abzusenken. Und wenn die Priorität 1 ausgeführt wird vom Hausmeister, dann hat man keine Möglichkeit, über die Priorität 2 die Heizung auf einen anderen Modus zu setzen. Das ist im Prinzip eine zwangsgeführte Führung der HVAC1. So, wenn noch weitere Fragen sind, meine E-Mail ist ja hier noch eingeblendet, dann könnt ihr mir auch gerne eine kleine E-Mail schreiben. Werde ich dann im Nachgang gerne noch beantworten. Ich freue mich, dass Sie heute am Webinar teilgenommen haben. Weitere Webinare finden Sie dann künftig wieder auf unserer Webseite unter Elsner Academy. Und dann wünsche ich Ihnen noch eine gute Woche. Auf Wiedersehen.